Zuletzt bei The Legend of Zelda. Nachdem wir nun das Boot von dem dritten Dungeon bekommen haben, können wir jetzt endlich über die See schiffern und zum vierten Dungeon aufbrechen. Im vierten Dungeon erwarten uns viele fliegende Monster, die sich bei Berührung des Schwertes in eine Fledermaus verwandeln. Trotz alledem müssen wir uns da durchkämpfen, bis wir nun endlich die Leiter gefunden haben. Nachdem wir vom Drachen richtig auseinandergenommen wurden, haben wir uns gedacht, wir holen uns erstmal ein paar Ausrüstungsgegenstände und treten dann erneut gegen ihn an. Auf der Welt waren noch ca. 5 Herzteile verteilt, die wir uns mitnahmen. Und zusätzlich haben wir noch das wunderschöne Magical Sword mitgenommen. Nun konnten wir Rache an dem Drachen üben, denn wir waren stark genug, gegen ihn anzutreten. Als wir denn den Drachen endlich bezwungen haben und den vierten Dungeon uns hinter uns ließen, gingen wir weiter zum fünften Dungeon. Der fünfte Dungeon war tricky zu finden, weil wir 5-mal durch denselben Raum jeweils laufen mussten, um dann endlich an dem Dungeon anzukommen. Wir gingen herein und fanden irgendwann einen alten Herrn in einem Raum, der uns sagt, dass Doggo Doggo laute Geräusche hasst. Diesen Tipp nahmen wir uns an und liefen weiter durch den Dungeon. Schlussendlich kamen wir dann nun zum Bossfight gegen Doggo Doggo und haben die Flöte gefunden gehabt im Dungeon, die wir jetzt einsetzten und genug Lärm machte, um diesen widerlichen Boss zu vernichten. Und somit haben wir schon 5 von 8 Triforce-Splitter gesammelt. Welchen Dungeon wollen wir als nächstes machen? Wir könnten hier rüber gehen und hätten hier den nächsten Dungeon. Wo weißt du denn das? Ich hab die Karte im Kopf. Level 6 Dungeon. Ja, ist ja nicht so schlimm, wir machen sowieso alle. Nur um zu gucken, wie viele Triforce-Splitter wir haben. Ah, sehen wir jetzt hier nicht. Wir hatten 4. 1 oben. Ne, 2 oben. Und 2 nochmal an der Seite. So, aber wie. Ich glaube, wir sind bald durch. Ich weiß. Alter. Oh, verdammt. Wie viel Damage machen die? Wieso? Machen die? Viel Damage? Also, ich dachte, ich habe gerade 2 Herzen gesehen. Nee. Ich habe schon 3 Schläge oder so abbekommen. So. Ja, geil, hier können wir uns Herzen gönnen, sagt er und läuft in so einen Schleim rein, weißt du? Danke für den Kompass. Jo. GG, Bruder. Das ist gar nicht verrückt oder so. Gestartet hätte es. Ich glaube, ich hätte dich geköpft oder so. Gito. So, hier brauchen wir nur durchrennen. Oh, nee! Oh mein... ich bin in Kuchen gefangen. Alter, was zum Teufel? Hast du gesehen, wie wir die aushalten? Ich will aber mal die Tür abchecken, Hades. Mal gucken, was da ist. Nein! Gebt mir doch einfach die... Jo. Eigentlich wäre dein Dungeon her, feiner Herr, ne? Nein. Nein, überhaupt nicht. Schieß auf die Augen des Goma. Okay, danke. Ah, schieß auf die Augen des Goma. Nee, wieso? Lass die übrig. Falls du Leben brauchst, dann kannst du die den holen. Jetzt schickst du mir ein, ne? Wenn einmal richtig getroffen, dann aber auch unendlich mal. Ja, genau. Oh mein Gott. Du musst einfach nur geradeaus durchlaufen. Ich hätte jetzt Laden gemacht, ne? Ich hätte dir was. ne? Ich nervt aber auch, ne? Hier ganz schön.
Oh, sehr gut. Bekämpft die Blauen als erstes. So, und jetzt den komischen Geist dort hinten. Sehr schön. Sehr schön. Einfach wegsnacken. Wieso fliegt der so weit weg? Keine Ahnung. Fliegt auch halbe Buche erstmal fliegen. Weiß Warte mal, musste. Aber Tristan ist so. Ich dachte, das wäre kämpfen gewesen. Blut für den Blutgott, denkt sich Tristan. Jo, erstmal 5 Leben verloren. Das sind unbesiegbar. Das? Alter, guck dir die Geister an, die sind einfach krank. Komm mal her. Wie nur ein Herz! Du hast nur sau viel verloren. Oha, das ist oh mein Gott! Drei Köpfe! Mit drei Köpfen. Ja, weil wir ja den Boss nicht so viel nicht hatten, Hades. Ja, Hades macht nicht meinen Move. Alter, Hades. Aber überleg mal, wir einen Zwischenboss. Ich hab drei Köpfe gegen Drachen gelegt. Aber ja, das war nur ein Zwischenboss. Ja. Das war also nichts wert. Kannst du mal meinen Ruhm nicht irgendwie... Ich weiß nicht, so asozial sein? Dreiköpfigen Ultra-Drachen. Ja, genau. Genau. Ich bin nicht dran schuld. Miau. Ah, ich bin zurückgesetzt. Warum? Oh, freue ich mich auf die OLED. Da bin, weißt du, da werde ich nicht mehr zurückgesetzt, Leute. Das ist der heiße Scheiß, den wir haben wollen. Und wieder zurückgesetzt. Aber lautest du heimlich was nebenbei hoch, oder was? Nee, eigentlich nicht. Nicht mehr. Ah, oh. Die Karte. Das sieht aus wie du. Wir müssen noch nach unten lang. Da gibt es noch anscheinend irgendwas. Nein, die Schnauze, da gehe ich später lang, ja? Stress bei dem Meister nicht. Oh mein Gott, warum nicht ein? Outsmarted. Achso. Ich drücke die ganze Zeit Y, ich denke so, warum geht's nicht los? Okay, nur kurz gucken, was hier ist. Alles oh klar. Mein Gott. Erstmal ausweichen. Ist das dein Ernst? Die Flamme ist aber auch dein schlimmster Feind. Jetzt die Flamme immer. Okay, hier einfach schieben. Einfach schieben. Ja, ist aber ich will die ja töten. Nee, muss ich nicht. Ich kriege die Schlüssel. Was wer hat die sich denn ausgedacht, diese Dinger? Aruba! Komm nicht mehr zu deiner Hochzeit. Oh Mann. Ich glaube, manchmal macht man so einen Griff. Verpiss dich doch! Glücklicherweise machen die keinen Schaden. Ja, aber stell dir mal vor, die sind im Bosskampf irgendwie dabei. Oh, was? Wow. Einfach für nichts habe ich das hier gemacht? Kann nicht wahr sein. Muss doch irgendwas gebracht haben. Das wäre jetzt echt traurig. So ein Pillow. Ein Pillow-Raum. Nur für Hades. Also nicht für abfackeln. Ja, dann musst du halt unten oder oben noch gucken. Oh mein Gott. Oh, nochmal so ein Billo-Raum. Ne, hier gibt's was, weil die länger leben. Oh, Alter, berühren, Junge! Tschüss! Ja, wenn sie die berühren, hast du schon Leben verloren. Alter! Ja, Hades, du hast sie gleich. Vor allem, dass die einen berühren und dann auch noch Damage machen, ne? Mhm. Das hasse ich in 2D-Spielen. Oh mein Gott. Ey, du hast nur ein Herz. Hm? Wollt ihr mal? Nee, noch nicht. Wie noch nicht? Du musst den einen Geist noch. Ist das nichts gebracht, Tristan? Hat einfach nichts gebracht. Dann schiebt man ein bisschen. Oh. Ja, ich hab's ja wirklich nichts gebracht. Oh, nein, stopp! Du lässt sie auch nur treffen von der Fledermaus. Jawohl. Der Eisstab! Oh mein Gott. Ein halbes Herz wieder! Eigentlich, wenn du stirbst, kannst du eigentlich nochmal den Dungeon komplett laufen. Ja, easy. Jetzt laufen wir nach unten.
Weil da unten haben wir auch noch eine Tür. Da haben wir zwar keinen Schlüssel mehr, aber haben wir schon eine Tür auf. Autsch. Voll den Schlüssel okay. Verpennt? Ja, ich gehe da gleich wieder hin. Oh nein! Oh, hä? Okay. Ich hätte gar keine Fledermäuse verloren. Stimmt. Ah, weil wir das Magic-Schwert haben. Oh mein Gott. Alles, jetzt kannst du zurück. Hol dir das Ding und der Dinge, die wir brauchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Raus. Oh mein Gott. So, jetzt mache ich Hades Aufgabe, weil er das nie geschafft hat. Hier die paar kleinen, oh mein Gott, Gegner zu besiegen. Oh mein Gott. Ja. Nimm mich doch von allen Seiten. Ich kann mich nicht bewegen. Danke, Spiel. Ich hab überlebt! Warum hat der denn den Fehl gekriegt? Ruf! Hey, warum dreht meiner sich immer um? Was? Ist das ein Betrug in diesem Spiel, ey? Euer Tristan, deswegen habe ich dich umgedreht. Mhm. Nicht Spaß, aber. Hau ab, Alter. Was zur. Das war umsonst. Warte doch nicht. Das war nicht ganz umsonst, Hades. Boah, ey. Er ist viel besser als ich, Leute. Das ist der Beweis. Er ist einfach besser. Alter, ich habe aber auch 5 Leben mehr gehabt. Ach komm, wisst ihr was? Ciao, ihr komischen Fledermäuse. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wo bin ich denn jetzt? Diese! Oh, lass mich hier durch. Wo bin ich? Warum bin ich hier schon wieder? Hä? Oh mein Gott. Ich werde sterben, Hades. Ich kann schon wieder nichts machen. Oh. Genau, doof. Ich höre einen Drachen die ganze Zeit. Ja, bei Kölmann und Drachen. Oh mein Gott. Ja, die müssen, glaube ich, nochmal bekämpfen. Das Spiel macht Spaß. Doberweise, es macht halt wirklich Spaß. Ja, das ist so ein kleiner Reiz in diesem Spiel. Mach kein Auge. Was? Ein Schuss? Was? Ja, das so macht man das, ne? Ja, so ein Scheiß-Tempel, du ein Schuss! Also Hades, ich würde mal was trinken, ne? Du bist doch eh nicht voll geheilt! Vom Triforce! Ah, das war der Boss? Ja, das war der Boss! Also Hades, was hast du denn für ein Problem mit diesem Dungeon? Also wirklich. Das ist einfach der bessere Spieler, ey. Oh Mann, das Spiel ist einfach manchmal cool. So, das war jetzt Dungeon 6, ne? Mhm. Hier Flöte einsetzen. Oh, ich wollte gerade sagen, du fahrst mich doch, oder? Nee, ja, die Flöte. Prozent, Alter. Das ist die Hymne des Sturms, ne? Kein Wunder, dass das Wasser da weggeht. Ihr kennt es leider auch noch nicht. Ich lerne das erst kennen, ja? Tempel 7! 7 so. Von 8. Ah, das ist danach kommt ja. Aber das machen wir easy jetzt. Oh mein Gott, da ist irgend so ein Glibber. Stimmt, der war ja unzerstörbar, das heißt, ich muss eigentlich da vorbei. Nee, den kannst du zerstören. Wie das? Mit einem Schwert. Oh! Nevermind, vergiss, was ich gesagt habe. Aber du kannst da einfach durch, glaube ich, oder? Ich gebe dir einen Schlüssel. Ah, das kann auch sein, ne? Wir haben nur einen. Weißt du, einen muss man sogar kaufen. Ich habe richtig Angst, dass wir den irgendwo mal holen müssen. Ja, ist nicht so schlimm, wir können ja uns einen endlich kaufen. Ich weiß ja 4 Märkte, wo welche sind. Märkte. Stadt und treibt man auch zusammen, ne? Nimm den Stab, genau. Oh mein Gott. Hä? Du hast sie instant getötet. Hades, der Instant-Killer?
Oh nein, die Typen habe ich nicht vermisst. Warte. Ja, aber jetzt kannst du eigentlich Rufspammen, ne? Die sind so dumm. Die sind halt really dumm. Scheiße. Das könnte ein Ick, das könnte Ick sein. Das sind bestimmt Icke, wa? Viermal. Egal. Ah ne, die Fee brauchen wir, ja. Ich verschwinde der. Ja, guck mal, easy. Hades ist der Bro hier drin im Spiel. Oh, Alter, der Boomerang. Der wollte dich aber. Wir kriegen nichts als Belohnung, wetten. There's a secret in the tip of the nose. Ne, Tip? Tip ist, oh, war das oben? Oberhalb, glaube ich. Oberhalb der Nase. Also ein Secret oberhalb der Nase. Ja, da musste. Nein, hier nicht. Wahrscheinlich auf der Karte, denn. Ah, okay, das wird gleich so eine Karte sein, die aussieht wie eine Nase. Also mit einer Nase. Genau. Denn am Popel müssen wir hin. Hades! Das ist dein Boss. Ich sag dazu einfach nichts. Das ist halt wirklich dein Boss, ne? Ohne Witz. Hä, was willst du denn, die Skelette einschläfern? Ja, okay, die Skelette sind ja jetzt ein bisschen schlechter als gedacht. Oh, du hast sie treffen lassen. Also. Ja, ich mal mit Absicht, damit sie sich nicht schlecht fühlen. Damit sie sich nicht so schlecht fühlen. Ja, die sind ja schon tot, was erwartest du? Alter, ja, Viecher. Wie hart der Junge drauf ist, ey. Aber warum ist der siebte Tempel jetzt so lächerlich gegenüber den anderen Tempel? Du kriegst gefühlt immer die leichten Tempel. Was? Gar nicht wahr, ne? Aber die schweren Tempel, mein Freund. Ja, klar. Ich erinnere an meinen Tempel mit den hässlichen, komischen, blauen Guru-Typen. Ich kipp hier schon fast um vor Schwierigkeit. Ja, mit dem halben Herz. Warum kriegen wir hier so viele Bomben? Muss doch irgendwas heißen. Wahrscheinlich bringt die jetzt nichts, die Bombe. Warte, was? Lol. Oh nein, wir müssen jetzt Sachen sprengen, glaube ich, zum Test. Da an der Wand sprengen. Nicht oben, nicht oben. Rechts. Hast du sowas? Aua. Hast du trotzdem sowas? Es ist halt, also hier finde ich es wirklich doof, weil man sieht es halt nicht. Au. Wie ist man früher drauf gekommen? Ich weiß es nicht, durch Ausprobieren. Die Hotline angerufen. Und deswegen hat man dann früher die Nintendo Hotline angerufen. Das ist ganz früh in der Hotline, da kannst du anrufen, um Tipps zu kriegen, wie du weiterkommst. Boah, die Leute, die hatten bestimmt auch viel zu tun, wahrscheinlich. Ja. Und dann hieß es immer, hey, du wirst einem Kollegen von mir gesendet. Und dann dachte ich mir so, oh, der Kollege, das könnte irgendwann mal ich sein. Hier kann man selbst auch irgendwas aufsprengen. Mhm. Das heißt, der Raum war unnötig. Mhm. Also so unnötig war der nicht, da war ja der Schlüssel drin. Genau. Oh nein. Oh nee. Oben ist eine Schlüsseltür. Aber nicht, dass wir da was kriegen oder so. If you have more bombs. Okay, nee. Haben wir leider nicht. Können wir leider nicht. Ich glaube, du musst die wirklich besiegen. Mama, das geht sonst nicht. Nein, jetzt! Scheiße, Problem. Ja? Sehr gut. Nur noch einer, Hades, und du hast nur zwei Bomben. Easy gewonnen. Was hast du denn? Alter. Dieses ist die Game. Was? Wegen 5 Rubinen. Hab ich alle Bomben gekriegt. Bei Lat. Nein, das haben sie. Die können die doch jetzt nicht bringen. So eine. Netten Menschen habe ich noch nie kennengelernt, weißt du? Du willst ja irgendwann mal im Vertrag mit Nintendo sein, das heißt, du musst dich benehmen. Ich benehme mich auch.
Nintendo Hades Anno Kata ist gegen euch. Er macht mir lieber Sony. Ja, okay. Oh Gott. Sohn einer Fledermaus. So kannst du doch immer nennen. Dann bist du kinderfreundlich. Weil, weiß man ja nicht, vielleicht ist es ja wirklich ein Sohn. Oder eine Tochter. Hä, das muss doch genderfreundlich auch noch sein, ne? Ja. Eine Tochter einer... Was sagst du immer? Ich weiß es nicht. Doch, ne, du Tochter einer Fledermaus, genau. Ja. Immer sagt das, wäre das so mein Standardspruch. Vielleicht. Wann kriegen wir eigentlich die Karte? Ich würde gerne die Karte haben. Ich glaube jetzt. Dieser Typ, ne? Der hat aber auch, ne? Der hat aber Bock. Das ist halt dein Boss, den musst du einfach. Oh mein Gott, drei Stück hat es! Alter, was ist mit dem los? Hat der Speed genommen? Geht doch. Da war noch einer. Ach, das war wegen nichts. Ah, interessant. Oh mein. Nee, geh einfach durch die Tür. Geh einfach durch die Tür, scheiß drauf. Nee, wie kriegen da was, Trista? Wir kriegen hier was, versprochen. Wir kriegen hier gar nichts. Außer wieder feuchten Händeschlag mit 5 Rubine nee, oder so. Der Temp betrollt, aber das tut er gar nicht. Der Temp ist voll freundlich. Mhm. Doch, ich sag, wir kriegen nicht mal 5 Rubine. Doch, ich sage, wir kriegen eine Bombe. Oh mein Gott, wie kann der Boomerang dich nicht getroffen haben? Diese Rubine. Ey, das ist so traurig. Grumbel, Grumbel. Nicht mal. Ja, ich dachte. Ah, ne? Du machst ihn einfach so gerne. Sheesh. Sheesh, sheesh. Oh nein. Oh, oh, Alter. Was ist denn da los jetzt? Massenleck. Das Spiel ist gerade gestorben innerlich. Ah, den Kompass haben wir schon mal. Nachdem wir schon 90% des Dungeons erkundet haben, weißt du? Mach mal Licht an hier. Es tut mir leid, wenn der weg ist, müssen wir alles nochmal laufen. Yo! Okay, wir haben die Karte. Ach du Scheiße. Ach du meine Güte. Das ist der kleinste Dungeon, den ich je gesehen habe, ne? Das ist ein Verarscher. Alter, was ist los hier? Nimm Feuer. Oh, jetzt Premium. Full Life, Junge. Ah, das soll ein Schnabel sein. Ach, und an der Spitze des Schnabels gab ja was, ne? Ja. Ah, das ist der Premium-Spieler. Ja. Gott im Himmel. Geh doch ruhig. Oh mein Gott. Oh, Bruder! Machen mich platt. Da drüben muss ich jetzt eine Bombe hinmachen. Hä, warum? Weil es hier dann reingeht. Genau deswegen. Rechts die Bombe. Hier rechts, da wo das Auge ist. Ja. Tatsache. Ja, da dachte ich mir auch so eben, so alles klar. Hatte ich ja nicht für Bosse alle, nur 2 bis jetzt, ne? Weil ich ja, über die eigentlich nur den. Habe. Ja, genau. Eigentlich nur den Augen. Diese Augen gegen Nafi. Die du zu 100% hattest. Die rote Kerze. Oh mein Gott, ich würde die jetzt, ne? Und was kann die Kerze?
kann jetzt mehr abfackeln, sag ich dir. Und da ganz hinten ist nochmal so ein Ende. Ja, darauf kommt man. Ich bin auf dem Punkt, auszuweichen, ne? Okay, dann nach hier, würde ich sagen. Oh nein. Oh nein. Ah, dein Lieblingsboss. Oder was willst du? Alter. Ich spawne auch nicht mehr. Jedes. Also, der ist schon dreimal in dem Dungeon, ne? Ja, guck mal, easy, machst du weg. Alter, geht er durch. Oh. Als ob das jetzt was gewesen wäre. Also, das ist gar kein Problem, du. Oh, Alter, ich gönne das null, ne? Null. Ich weiß ja nicht, was Hades für ein Problem hatte. Hust. Schön, dass wir hier landen. Ich glaube falsch. Oh doch. Ich weiß es doch. Oh mein Gott. Gar nicht finde. So hart es. Easy Drache. Ach, das ist mein Freund. Oh, Alter. Stirb jetzt einfach, ganz ehrlich. Hit, Alter. Nur noch ein Herz, Bro. Stimmt, wir sind schon durch. Ey, was für ein easy Dungeon. Dann müssen wir aber noch den roten holen, ne? Den roten Tunika nach dem letzten Dungeon. Ja, stimmt. Die neuen müssen wir noch holen. Ja, aber erstmal müssen wir 8 holen. Ah, ne, 9 ist der letzte. Nee, 8 ist der letzte.